Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass so viele Leute heute hier gekommen sind. Ich freue mich, hier nochmal in Cottbus zu sein. Daniel, du hast es richtig gesagt. Wir haben ja eigentlich gestern schon in Berlin unseren Wahlkampfabschluss gefeiert, würdig gefeiert. Nichtsdestotrotz, wir kämpfen natürlich als Alternative für Deutschland bis zur letzten Minute. Und das ist auch unser Ziel. Wir wollen natürlich so viel wie möglich morgen noch zur Wahlurne mobilisieren, damit wir ein starkes Ergebnis für unsere Alternative für Deutschland haben. Wir brauchen ein starkes Ergebnis. Ich denke, da sind wir uns einig. Liebe Freunde, und deswegen möchte ich natürlich auch hier die Cottbusser unterstützen, auch den Daniel unterstützen, dass wir vielleicht auch in Brandenburg einige Direktmandate holen. Ich denke, das ist möglich. Wir brauchen einen starken blauen Osten vor allen Dingen, damit wir das Signal auch in die alten Bundesländer senden können, dass die AfD stark ist, dass wir mit einer starken Alternative für Deutschland dieses Land noch reformieren können, dass es noch nicht zu spät ist, liebe Freunde. Das muss unser Ziel sein. Und ich denke, wir haben auch in unserem Wahlkampf, und das ist genau diese Unterschiedlichkeiten, die wir haben, auch die regionalen, die lokalen Unterschiede auch deutlich gemacht. Wir haben Unterschiede zwischen Ost und West, aber auch zwischen Nord und Süd. Und es ist wichtig, dass wir diese Themen auch unterschiedlich ansprechen und auch die Bürger mit unseren unterschiedlichen Themen natürlich mobilisieren und auch aufklären. Das ist wichtig und das zeigt eigentlich auch, dass wir eben nicht die einen Themenpartei sind, der man uns immer und die man uns immer nachsagt. Und wir haben es gestern in Berlin bei einem wunderbaren Abschluss auch erlebt, dass wir mit unseren doch regionalen Unterschieden, aber auch mit unseren vielen Spitzenkandidaten aus allen Bundesländern ein Portfolio haben an sachkundigen Politikern, an Politikern, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die schon was geleistet haben in diesem Land. Das ist wichtig, dass wir Politiker haben, die auch wissen, von was sie sprechen. Und das ist genau der Unterschied zu den Altparteien, liebe Freunde. Und was ich in dem ganzen Wahlkampf von Termin zu Termin, von Talkshow zu Interview auch gemerkt habe, dass wir mittlerweile, und was ich gesehen habe, dass wir mittlerweile die Bürger und sie, ihre Interessen wesentlich sich doch unterscheiden von den Themen, die wir zum Teil im Fernsehen sehen. Wenn wir den Fernsehen anmachen, hören wir nur Klimakrise, Klimanotstand, 7 Meter hohe neue Wellen, die auf uns zukommen, wir werden alle ertrinken. Also das ist die Panik und die Angst, die mittlerweile in diesem Land geschürt wird, um uns von den wirklichen Problemen, den Renten, den sozialen Problemen, dessen, ob wir uns überhaupt noch nächstes Jahr den Strom leisten können, die Miete leisten können. Das sind die wirklichen Probleme der Arbeiter, der arbeitenden Bevölkerung in dem Land, die kaum noch wahrgenommen wird, über die kaum noch geredet wird, liebe Freunde. Und das macht die Alternative für Deutschland. Sie bringt eure Interessen, eure Themen in den Bundestag, aber auch in den Landtag. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine starke Alternative für Deutschland auch nächstes Jahr im Deutschen Bundestag haben, liebe Freunde. Und ich habe es schon einige Male erklärt, wir müssen natürlich auch mal sehen, weil wir ja aktuell schon wieder darüber reden und diskutieren, egal welche Regierungskoalition uns nächstes Mal oder nächstes Jahr jetzt erwartet. Es wird für uns insgesamt, für die arbeitende Bevölkerung, für gerade für diejenigen Familien, für die Mittelständler, für die Handwerker in keinster Weise leichter werden. Im Gegenteil, die Kostenspirale wird weiter nach oben gehen. Und da rede ich noch nicht von der angekündigten oder beziehungsweise jetzt schon in Kraft getretenen Inflation, die wir alle merken, die Sie alle merken, nicht nur bei den Lebensmitteln, sondern natürlich auch in den Rohstoffen, in den Baupreisen, die mittlerweile explodieren, die durch die Decke gehen. Und das ist auch das Interessante, auch an diesen Preisen verdient natürlich immer der Staat mit. Genau auf diesen Preisen ist immer die Mehrwertsteuer oben. Und das sind die Dinge, die uns natürlich die Verteuerung bringen werden, gerade im Baubereich, dass sich mittlerweile Menschen, junge Familien, überhaupt kein Wohneigentum mehr leisten können. Das lässt sich nämlich leicht sagen. Die jungen Familien sollen sich Wohneigentum anlegen, sollen sich Wohneigentum schaffen. Ja, wie denn bei den Löhnen und Gehältern, die hauptsächlich im Osten vor allen Dingen mittlerweile gegeben werden? Das ist kaum möglich. Man hat ja kaum noch die Möglichkeit, sich überhaupt Geld zurückzulegen, um sein Auto zu reparieren oder vielleicht die Waschmaschine zu reparieren. Und dann kommen die grünen Spinner um die Ecke und sagen euch und sagen uns, wir müssen alle Elektroautos kaufen. Ja, wie bescheuert ist denn das? Und dann schauen wir uns mal die Kostenspirale an, die überall auftritt. Wir haben ja einige auch Gegenfinanzierungsvorschläge gebracht
Und das sind natürlich an erster Stelle die Migrationskosten, die immer noch 40 bis 60 Milliarden pro Jahr ausmachen in diesem Land. Warum geht niemand mal hier einen Kassensturz machen? Wir wollen endlich mal wissen, für was das Geld ausgegeben wird, für welche Personenkreise das Geld ausgegeben wird. Und hier muss man Einsparungen machen. Und da kann man sofort sagen, Sachleistung statt Geldleistung, damit der Anreiz eben nicht mehr da ist. Und das Gleiche betrifft natürlich auch die Kosten, die wir trotz Austritt Großbritanniens an die EU natürlich weiterhin zahlen. Großbritannien ist ausgestiegen aus dieser EU. Und wir fragen uns alle, warum haben sich dann die Kosten nicht noch für Deutschland zum Beispiel minimiert? Im Gegenteil, es wurde noch mehr. Wir zahlen noch 20 Milliarden pro Jahr mehr, weil Großbritannien ausgestiegen ist. Nur zu welchem Nutzen? Das sind die Kosten, die man einsparen kann. Und dann komme ich zu den nächsten Kosten. 550 Millionen Euro pro Jahr zahlt Deutschland an Kindergeld ins europäische Ausland. An Kinder, die weder deutsche Staatsbürger sind, die je überhaupt deutschen Boden berührt haben, wo wir nicht mehr wissen, ob es diese Kinder überhaupt gibt. Das ist ein Skandal. Das müssen wir reduzieren, genauso wie es Österreich gemacht hat. Das ist das einzige Land in Deutschland, also in Europa sind wir, die solche Zahlungen überhaupt noch vonstatten gehen. Das ist Ungerechtigkeit und die muss eingespart werden, liebe Freunde. Ja, und dann gucke ich mir an, unsere Außenpolitik, aber auch natürlich unsere Asylmigration, die wieder vonstatten geht. Und ich komme ja nun aus Weißwasser, ich weiß, bin an der deutsch-polnischen Grenze und erlebe mittlerweile den Zustrom, der über die östliche Grenze kommt, über Weißrussland, über Polen. Das ist mittlerweile die neue Route, wo wir Zuwanderung aus Afghanistan, aber auch aus dem Irak haben. Das sind die nächsten Zuwanderungen, die wir erleben. Und deswegen sagen wir, und deswegen ist unsere Forderung weiterhin gültig, wir brauchen sichere Grenzen, wir brauchen Grenzschutz. Das muss für uns klar sein. Und wir brauchen natürlich endlich mal eine souveräne Außenpolitik. Wir haben es erlebt die letzten Jahre, gerade was Afghanistan angeht. Was hat dieser Einsatz 20 Jahre in Afghanistan für Deutschland gebracht, außer viel Geld, noch dazu junge deutsche Soldaten, die dort ihr Leben ließen, wo man sich wirklich fragt, zu was? Zu was haben wir das eigentlich geleistet? Und hier müssen wir endlich auch unsere Souveränität hinterfragen, dass wir sagen, wenn wir uns angucken, wo Amerika in dieser Welt mittlerweile diese Brandherde gesetzt hat, Irak, Syrien, Libyen, Afghanistan, Nicaragua, überall wollte man sogenannte Demokratie in diese Länder bringen und hat nichts erreicht, weil die Länder nicht bereit waren und wahrscheinlich auch nie bereit sein werden für diese sogenannte Demokratie. Und da müssen wir als Deutschland sagen, wir können uns nicht immer zum Büttel einer Großmacht machen. Wir müssen für uns selbst hier in Europa souverän auftreten, denn wir haben mit dem Flüchtlingsström zu kämpfen, das ist nicht Amerika. Und hier müssen wir ganz klar sagen, stopp, so weit gehen wir nicht mehr, liebe Freunde. Und das bedingt natürlich auch insgesamt unsere Asyl- bzw. Zuwanderungspolitik. Und hier müssen wir endlich mal in Deutschland die Trennung hinbekommen zwischen Asyl, Migration und auch Zuwanderung. Das ist wichtig. Wir müssen dem Beispiel Dänemarks folgen, die ganz klar gesagt haben, wir wollen keine weitere Asyl-Zuwanderung. Und ich rede hier von dem sozialdemokratischen Dänemark, wohlgemerkt. Also ich rede hier nicht von einem rechtspopulistischen Dänemark, die ganz klar gesagt haben, Grenzen sichern, Hilfe für Ort. Und genau das ist eigentlich auch unsere Asylpolitik, auch die Politik der Alternative für Deutschland, die im Wahlprogramm genauso formuliert ist. Und wir müssen endlich wieder die Rückgabe der Kompetenz für die Asylgesetzgebung von der EU, die mit Zuteilungsquoten in der EU arbeitet. Die Asylgesetzgebung muss von der EU wieder auf die Nationalstaaten zurückgegeben werden. Wir wollen in Deutschland selbst entscheiden, wer zu uns kommt und wer bleiben darf. Das muss unsere nationale Souveränität ausmachen. Und dann will ich noch ein Thema aufgreifen, was auch für uns alle insgesamt wichtig ist. Und wir erleben es jetzt gerade, was die Verbotspolitik angeht, was die 2G, 3G-Regelung, Corona-Politik angeht. Und auch hier müssen wir uns die Vorbilder in Europa anschauen, welche Länder genauso gut durch diese Krise gekommen sind. Zum Beispiel Schweden, wo es eben keine 2G und 3G-Regelung gibt. Und wir brauchen hier auch gerade die Perspektiven für den Mittelstand, aber auch für die Gastronomie, für die Hotellerie, die natürlich fragt, die mich fragt, ja, wie sieht es denn aus? Kommt
kommt jetzt die vierte Welle, kommt jetzt wieder einen Lockdown, müssen wir wieder unser Weihnachtsgeschäft verschieben, wo wir natürlich viele Kosten haben, indem wir Bestellungen jetzt stornieren müssen. Und das muss ein Ende haben, liebe Freunde, das muss endgültig ein Ende haben. Die Leute brauchen Planungssicherheit in diesem Land und auch die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Und deshalb wird es mit der AfD nie wieder einen Lockdown geben. Wir werden nie wieder einen Lockdown fordern und brauchen diesen auch nicht in diesem Land. Wir müssen wieder endgültig zu unserer Selbstverständnis kommen und auch diese Panik und Angstmacherei muss ein Ende haben, liebe Freunde. Und ich will das ganz klar auch nochmal sagen. Wir sagen nicht Nein zu einer Impfung. Jeder, der sich impfen lassen möchte, kann das gerne tun. Aber dieser Druck, der aufgebaut wird, und auch diese Bezeichnung für Impfverweigerer, ich finde das wirklich hanebüchend, wenn jemand sich wohlwollend sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen, aus verschiedenen Gründen, dann ist das seine eigene persönliche Entscheidung. Und die ist vom Grundgesetz geschützt. Und das Gleiche gilt, und das sage ich als dreifacher Familienvater ganz bewusst, das Gleiche gilt für unsere Kinder. Ich finde es wirklich absolut anmaßend und übergriffig, wie hier Druck auf Schulen, auf Kindergärten, auf Familien, ja auf unsere Kinder selbst gemacht werden, wie sie sich mittlerweile fast selbst ausgrenzen, vielleicht sogar an der Schule hänseln, weil einer geimpft ist, einer nicht. Hände weg von unseren Kindern. Lasst diese Kinder in Ruhe. Unsere Kinder waren und sind nie Pandemietreiber gewesen. Was man hier gemacht hat, wie man hier die Kinder, aber auch die ganze Bevölkerung gespalten hat, ist unverantwortlich, liebe Freunde. Und das darf nie wieder passieren. Und das haben die Regierenden zu verantworten, diese Spaltung in diesem Land. Und deshalb ist es so wichtig, dass am 26. September wieder eine starke AfD in den Deutschen Bundestag einzieht, damit wir, und das werden wir, und das werde ich auch immer wieder fordern, der Stachel im Fleisch dieser Regierenden bleiben. Wir werden genau die Dinge ansprechen, die euch bewegen, die uns bewegen, die die Menschen auf der Straße bewegen. Das sind diejenigen, 15 bis 20 Millionen, die in diesem Land wertschöpfend geleistet haben, ihre Arbeit, die natürlich auch ihre Arbeit geleistet haben. Das sind die Rentner und das sind die zukünftigen Generationen, das sind unsere Kinder, für die wir Politik machen wollen, damit sich Deutschland wieder normal verhält, damit wir wieder zur Normalität zurückkommen. Und deshalb bitte ich euch, geht am 26. September wählen, nehmt eure Freunde mit, nehmt eure Nachbarn mit, überzeugt sie, wo es geht, damit wir ein starkes Ergebnis in Brandenburg, aber auch in Deutschland haben, damit es wieder in Deutschland vorwärts geht, damit Deutschland wieder normal wird und dass wir wieder souverän in die Zukunft blicken können. In diesem Sinne, vielen Dank, liebe Freunde. Und natürlich den Daniel wählen. Erststimme AfD ist Daniel, damit wir ja auch hier einen Direktkandidaten aus Cottbus in den Bundestag bekommen. Ganz klar.